an Tag 11, wo ich das Tor gesehen habe, habe ich gedacht, boah, das wird geil. Das wird eine geile Challenge. Ja, ich auch. Das wird funny. Aber dann hat sich alles geändert. Alter, was geht denn jetzt ab? Ey, was ist denn jetzt hier? Ach du Scheiße. Ich hab mir eher gedacht, so krass, ey, voll die Bullen kommen da angeschlittschuht. Könnt ihr bitte vorlesen? Mama mia. Ich hatte wirklich Muffensausen. Also Freunde. Hör zu, Schatz. Willkommen zur Eishockey-Challenge. Heute müsst ihr euer Geld in einer der härtesten Sportarten der Welt verteidigen. Einer von euch zieht sich eine Torhütermontur an und spielt alleine gegen eine finnische Eishockeymannschaft. Die Aufgabe ist simpel. Lasst so wenige Pucks ins Tor wie möglich. Jedes Tor zieht euch 500 Euro ab. Schnelligkeit beim Trinken ist hier gefragt. Der vorher ausgewählte Spieler muss die Becher leeren, um das finnische Wort für Stopp zu erhalten und damit das Spiel zu beenden. Die Jungs sehen auf jeden Fall ungemütlich aus. Der wird schwindelig, Alter, wenn die ganze Zeit ausfahren. Nö. Mach langsam, Digga. Guck, wo du läufst, Digga. Boah, ey, ich sah aus wie ein Transformer, ey. Du machst einfach jetzt mal das Beste draus. Also hinter dir ist das Tor, okay? Es war natürlich mega schwer, weil auch diese ganze Montur, die ich anhatte, mega sperrig erstens war und zweitens natürlich auch ein bisschen was gewogen hat. Also es hat locker 10, 15 Kilo gewogen, schätze ich mal. Ah. Wie soll ich denn da runterkommen? Ich komme da nicht hin. Was ich? Ich komme da nicht runter. Du musst doch gar nicht, bleib doch einfach stehen. Was ist denn los? Oh, Scheiße, ey. Bin ich eigentlich im Horrorfilm, oder? Not so hard, yeah? Not so crazy hard, yeah? Weiter. Ja, so viel, Junge. Ex, Junge, komm. Das brauchen da Eis, du Benner. Im ersten Becher war der heiße Kakao drin, im zweiten war der kalte und im dritten war... War der Kakao nur drin? In den ersten zwei? Ja. Ja, ja. Im dritten Becher war dann irgendwie Kakao mit Tabasco und Wasabi oder sowas gemischt. Also war echt eine sehr unangenehme Brühe. Was? Ekelhaft. Die können nix. Crazy. Also, die haben schon geballert ohne Ende, ne? Ah, fick doch, ey. Du hast halt die ganze Zeit bumm, 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 flogen die Pucks an dir vorbei. Junge, klappert? Ja, aber es ist voll ekelhaft, Digga. Schande. Ich bin einfach felsenfest da stehen geblieben, auch wenn mich diese Dinger dauernd getroffen haben. Ich habe weder den Schläger irgendwie groß bewegt noch sonst was. Ich habe mir so vorgestellt, so ich stehe im Stadion, so die ganzen Fans am Jubeln. So. Und dann pellt er den. Und dann höre ich die Menge jubeln so. Ja! Und dann gucke ich darüber, steht da hinter dem Stuhl, ist am Kotzen. Ja, der Idiot. Aber passiert, das war ja auch ekelhaft, ne? Na ja, lecker, Digga. War richtig lecker. Tatsächlich war das das erste Mal, dass ich von einem nicht-alkoholischen Getränk gekotzt habe. Trink, Mann! Der war
einfach das gemacht, was ich sonst auch jedes Wochenende mache. Nicht viel denken, trinken. Schatz, jetzt mach! Sag das Wort! Schatz, bitte! Ich bin doch dran, Mann! Es hat sich natürlich unten im Magen gestaut gehabt, was dann natürlich auch dazu führte, dass es von unten schon wieder hoch wollte, aber ich natürlich von oben schon wieder runter wollte. Ah, fuck, ey! Ich weiß nicht, wie oft die da auf das Tor geballert haben, weil der war ja gar nicht mehr am Trinken, der war ja am Kotzen hinter dem Stuhl. Ey, Schatz, mach jetzt! Ich kotz gleich! Scheiße! Sag doch einfach das Scheißwort jetzt! Weiter jetzt, sauf dann! Komm, sauf! Schaffst du! Was geht jetzt runter? Schatz, jetzt mach! Schatz! Mach doch! Lupita! Was? Digga, helf mir mit, was könnte es sein? Lope? Was könnte die dritte Silbe sein? Lope? Sag einfach nur, Lopela, Lopela. Ja, Lopela, Lopela, Lopela. Oh, Alter, ist mir schlecht. Wir waren geil, oder? Wir haben das Ding richtig gerockt. Ey, wir waren richtig krank gut. Wir waren so gut heute. Schatz, lass es jetzt drin. Ey, kann ich zu Fuß gehen, sonst kotze ich direkt weiter, Alter. Oh. Aber alles gegeben, ne? Der auch. Wir sind stolz.